Schamanin und Heilerin Dr. Dr. Iphigenia Barrientos hatte am Sonntag, den 27. September, zu ihrer ersten Buchpräsentation eingeladen. Radio OKTalk und FS1 mit Crypto TV war mit dabei. Iphigenia Barrientos Buch Gesundheit aus der Sicht einer Schamanin im 21. Jahrhundert hat zuvor noch den hinweislichen Titel Heilen als Bewegen des Schicksals. Das Buch ist mit vielen praktischen Weisheiten und Rezepten ausgefüllt, die den Weg zu ihrem persönlichen Heilsweg behilflich sind. Iphigenia erhält durch Träume geistige Anweisungen von ihren Ahnen aus dem Kosmos. Die Erfolge dieser Ausführungen, dieser Anweisungen, sind die Bestätigung für diese Geisteshaltung. Ihr Buch gibt uns Einblick in diese faszinierende Welt und kann gleichzeitig Ratgeber sein, wenn wir uns auf diese kosmische Wissen einlassen. Die Autorin Dr. Dr. Iphigenia Barrientos ist Schamanin und Heilerin, Doktor der Metaphysik, Doktor der Psychologie, Master in Holistic Health Nutrition, das ist eine ganzheitliche Ernährungsexpertin, Master in Hypnopsychotherapie, international gefragte Referentin, Wirtschaftsprüferin, Management und Aquarius Nature Referentin. Näher bringen und verinnerlichen will sie uns altes Wissen für eine neue Zeit. Nun denn, und jetzt geht's gleich direkt zur Buchpräsentation, wobei wir alle Ihnen viel Vergnügen und erkenntnisreiche Gedanken und Aha-Erlebnisse wünschen. Ja, ich darf Sie jetzt herzlich noch einmal so ganz, ganz offiziell begrüßen nach diesem wunderbaren, nach dieser wunderbaren Einstimmung, so muss man sagen, möchte aber jetzt nicht weiter Ihre Geduld strapazieren und sofort der Iphigenia für ein paar Worte hier das Mikrofon überreichen, das Sie allerdings schon als moderne Schamanin gleich, wie sagt man da, eingestöpselt hat. Helfen Sie bitte. Liebe Freunde, endlich haben wir erreicht, dass ich meine Erfahrung auf Blatt setze. Hat mich sehr gefreut und ich bin sehr stolz, euch kennengelernt zu haben, eine sogenannte an alle euch gegeben haben und habe ich versucht, die Klarheit von unserer Wesenheit, die auf den Licht der Sonne gekommen sind, und alle sind wir dasselbe Maß, dieselbe Kraft, die wir vom Himmel mit uns zur Erde gebracht haben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr da seid, und ich möchte gerne in eure Hand dieses Buch, dieses Werk, die sehr viel mit Erfahrung darauf aufgeschrieben wurde, hat mir Ingrid Eulhofer ihre ganze Wissenheit abgegeben, dass dieses Buch in Erscheinung kommt. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Ich bedanke mich auch von ganzem Herzen an alle Leute, die mir immer eingeladen haben und vorbereitet haben, dass Menschen zu mir zu kommen, um klar denen in Klarheit zu setzen, dass das, was wir sind als Kind des Lichtes, zu erklären,
da sind wir das große Glück, die Blumen, die die Erde geschaffen hat. Ich bedanke mich von Herzen, mein lieben Freund Gurti, sage ich ihm so, dass er mir eine große Hand gegeben hat, dass ich hier mich einsetze in Salzburg und Salzburger Land. Ich habe sehr viel Licht an euch geschenkt und sehr viel mit Liebe, dass ihr euren Wissenheiten in der Hand zu nehmen und viele Dinge, die falsch erzählt wurden. Und dieses Kind des Lichtes, dass unsere Wege müssen wir in unsere Hand nehmen. In dieses Buch, da steht einen Extrakt davon. Wir haben so wenig geschrieben. Wir haben kompaktiert. Wir haben komprimiert, weil hätte uns sehr viel Geld gekostet. Vielleicht, wenn sie Mut und Lust hat, da werden wir von diesem Anfang ein bisschen weiter noch ein paar herausgeben, zu erklären, wie groß ist, wie schön ist das Leben hier auf der Erde. Ich möchte es an jeden von euch schenken, das Wissen von meinen Vorfahren. Das jeder gebrauchen kann und in einfachen Worten nur eure Gefühle so schön zu lassen, so wie unsere Erde, Mutter Erde durch ihre Wasser, alles frisch und klar zu stellen. Dann gibt es keine Angst, da gibt es keinen Furcht, da gibt es keine Zweifel, so wie ich am Anfang vor fast 40 Jahre hier erlebt habe. Die Menschen, sie sind gekommen, Zweifel, mit sehr viel Ängste vor die Zukunft, sehr viel Ängste mit sich selbst, weil die waren in einem Sackel voll von anderen Einflüssen. Da müssen wir lernen, von uns wegzureißen. Und fangen wir mit unseren Füßen, mit unseren Gefühlen zu arbeiten. Hat mich sehr gefreut, dass in diesem Leben mit der Hilfe meines Mannes, Ludwig, dass wir haben geschafft, einen kleinen Ort, wo wir diese Menschen wach machen können. Sie kommen auch sehr viele Leute zu uns in Teneriffa und seid herzlich eingeladen, einmal mit den Pflanzen eure Sensibilität beizubringen, dass sie wach werden können. Dann ist der Weg, ist das Tor der Heilung da. Ich bedanke mich von Herzen. Und ich wünsche euch, mit diesem Buch einen Ratgeber zu finden da drin. Wenn ihr noch Zweifel habt, dann werde wir versprechen mit Ingrid, das weitere kleine Bücher zu schreiben. Oder ihr habt meine Adresse da von Teneriffa. Ich habe mir Telefon, Facebook, die heute ist, die moderne Schamanin braucht gar nicht mehr, das Feuer zu zünden und den Rauch zu machen. Ne? Alles Liebe. Und ich wünsche euch viel Spaß heute. Ja, nach so einer einleitenden Begrüßung wäre natürlich jetzt mein Herz voll, Ihnen ein bisschen was zu erzählen über Iphigenie, aber Sie kennen sie ja selbst. Ich kenne sie ja seit 30 Jahren und bin einer derjenigen, die regelmäßig also nach Teneriffa
fahren, um sie zu besuchen. Und heute hat mir gerade die Mutter von der Hermine, sehe ich nicht, wo sie ist, gesagt, ich schaue so jung aus. Da habe ich mir gedacht, siehst du, das ist die Iphigenia auch. dieses Buch, sie hat ja unzählige Seminare gehalten. Ich denke, dass die meisten von Ihnen auch ein solches besucht haben. Und sie hat es schon gesagt, dieses Buch ist ein Sukkus daraus. Man kann einfach da einmal nachschlagen, aber man wird natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, darum heißt es ja heilen, heißt bewegen des Schicksals, bewegen des Schicksals. Es ist ein Buch, das Ihnen in Zeiten, und es sind jetzt schicksalsschwere Zeiten, die uns entgegenkommen, dass man hier eine Medizin hat, auch mit diesem nicht nur körperlich, sondern seelisch und vor allem geistig umzugehen. Dazu sollte dieses Buch auch Anlass sein, es geschrieben zu werden, aber Iphigenia hat ja schon gesagt, es braucht jemanden, der schreibt, und es braucht aber auch jemanden, der es in die Form bringt, der da mitliest, mithilft, und das war die Frau Ingrid Thurnhofer, und der darf ich jetzt... Es ist immer das... Feuthofer, entschuldige, es ist immer das Gleiche. Ich entschuldige mich jetzt auch bei allen diejenigen und denjenigen, die mich kennen und ich sie nicht kennen. Ich habe ein unendlich gutes Preisgedächtnis, aber ich habe kein Namens- und Personengedächtnis. Das ist irgendwo verloren gegangen im Laufe der Zeit oder von Anfang an. Liebe Ingrid, aber Ingrid, das weiß ich, darf ich dir ganz kurz jetzt das Wort geben, damit du uns auch ein bisschen in die Werkstatt Einblick gibst. In die Werkstatt im Oberpinzgau. Ich habe Iphigenia kennengelernt bei einem Abendseminar. Bei diesem wurde mein Interesse geweckt und mir war sofort klar, dass das, was ich da gehört habe, etwas ganz Besonderes ist. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich schon sehr viele Seminare in meinem Leben erlebt. Aber ich habe sofort gewusst, da ist Interesse geweckt für etwas Neues, etwas ganz Andersartiges. Ich habe dann über die Jahre viele Seminare besucht, weil mich dieses Thema und ihr Wissen, das Iphigenia uns so bereitwillig zur Verfügung stellt, fasziniert hat. Die Mitschriften, die ich dabei gemacht habe, waren sehr umfangreich, aber in der Form nicht zu gebrauchen. Mir war aber sofort klar, ich möchte mit diesen Wissen, das ich da gelernt habe, auch arbeiten und das immer wieder verwenden. Also habe ich mich hingesetzt und habe jedes Seminar immer in eine Form gebracht, die es mir auch ermöglicht hat, wieder nachzulesen und gerne nachzulesen. Denn bei meinen handschriftlichen Dingen bin ich selber verzweifelt an meiner Schrift. Und so hat sich im Laufe der Jahre ein Konglomerat an Seminarunterlagen ergeben und Iphigenia hat das einmal gesehen und hat dann gesagt, um in ihrer Sprache zu bleiben, hat sie ein Samenkorn in mich gesetzt. Wie wäre es denn, wenn ich das in Buchform bringe? Für mich undenkbar, weil das ist einfach ein Gebiet, auf dem ich ja Neuling war. Aber irgendwie hat es dann zu arbeiten begonnen in mir und hat immer mehr, zumindest einmal in Gedanken, Formen angenommen. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und mir gedacht, na gut, vielleicht versuche ich einmal, irgendwie ein Konzept zu machen. Es hat dann, ich glaube, 1,5 Jahre habe ich Konzepte entworfen, wieder verworfen, denn dieses Wissen, das ja so unendlich breit gefächert ist, jedes Mal bin ich wieder an eine Grenze gestoßen und gesagt, na, so kann ich es nicht machen. Irgendwann war ich dann doch so weit und habe mal ein Konzept Iphigenia geschickt und sie hat mich ermutigt, weiterzuarbeiten. In vielen Dingen bin ich manches Mal immer wieder gescheitert, dann habe ich sie angerufen, hat sie gesagt, schlaf darüber, morgen weißt du das. Und es war manches Mal wirklich so sonderbar, am nächsten Tag in der Früh, ich habe alles liegen und stehen lassen, habe mich hingesetzt und habe genau gewusst, jetzt weiß ich es. Also ihre Hilfe kam von Teneriffa bis in den Oberpinzgau, auch gedanklich. Und wenn ich ihr das dann berichtet habe am Telefon, war das für sie immer so, das weiß ich, das ist ja selbstverständlich. Und so entstand im Laufe eines Jahres ungefähr die Grundlage für dieses Buch. Den letzten Schliff allerdings habe ich bekommen, beziehungsweise
hat das Buch dann bekommen, in dem Iphigenia sich wirklich geduldigst mit mir 3 Wochen bei mir zu Hause in Mittersil hingesetzt hat und wir das Buch durchgearbeitet haben. Um die Gedanken, die ja oft nicht ganz einfach sind, in eine Form zu bringen, die ich einmal verstehe, habe ich immer wieder gesagt, Moment, Iphigenia, langsam, von vorne, erklär es neu. Und ihre unendliche Geduld hat es mir einmal beigebracht, etwas zu verstehen. Und dann war die Aufgabe, es in so eine Form zu bringen, dass vielleicht jemand, der nicht die Möglichkeit hatte, so eine geduldige Iphigenia neben sich sitzen zu haben, dann doch auch was zu verstehen. Und das Endergebnis halten Sie heute in Händen und ich hoffe, es ist uns gelungen, dieses wunderbare Wissen, das Iphigenia so bereitwillig auch uns weitergibt, ein bisschen was auch davon aufnehmen zu können. Und ich hoffe, es mag Ihnen ein Ratgeber und Begleiter sein. Wir haben ja einiges auch zusammengefasst, dass man es wirklich als Handbuch verwenden kann. Das war ein großes Anliegen auch von Iphigenia, dass man das nicht nur ins Bücherregal stellt, sondern es sollte, darum hat es auch eine relativ handliche Form bekommen, es sollte wirklich ein Arbeitsbuch werden. Ich wünsche Ihnen damit viel, viel Spaß und bitte verwenden Sie es. Danke. Liebe Ingrid, vielen, vielen Dank. Nämlich, es ist schon so, einer braucht die Idee, aber es braucht auch Menschen, die dann die Idee, möchte ich einmal sagen, in eine materielle Wirklichkeit rüberführen. Und da hast du spontan, aus eigener Initiative, das Samenkorn gedüngt. Und heute ist also dieses Buch herausgekommen. Und jetzt, liebe Iphigenia, jetzt kommt der Höhepunkt. Nämlich, jetzt wirst du ja aus diesem Buch lesen. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe 2 Kapitelchen vorgegeben, aber sie wäre nicht Iphigenia, wenn sie nicht noch ein 3. Kapitel auch gleich dazu gegeben hätte. Und sie wird dann, und da sind wir ja dann fast mittendrin in einem kleinen Seminar oder kurz Komprimierungsseminar, da wird sie auch Fragen beantworten, die Sie sicher dann auftun. Und Iphigenia, jetzt geht's los, jetzt wird's ernst. Danke. Und ich bitte dich um deine Lesung. Ein Kapitel, Schamanismus heute. Schamanismus ist eine in vielen Teilen der Welt aktiv praktizierte Spiritualität und liegt allen anderen spirituellen Traditionen unseres Planeten zugrunde. Es handelt sich nicht um Religion, Hierarchie und Dogmen, sondern erst eine Welt anschauen. Der Schamane ist keine Organisation sondern Tugenden verpflichtet, wie Respekt und Wertschätzung der Natur. Er ist Teil eines Erkenntnissystems, das auf direkte Erfahrung aus erster Hand basiert. Schamanismus schließt anderes nicht aus, ist nicht dogmatisch. Schamanen helfen den Menschen, sich selbst zu verstehen. Ein Schamane empfindet sich als Diener der Schöpfung. Er folgt einem ganzheitlichen Ansatz von Heilung und stellt spirituelle Mittel zur Verfügung in der Absicht, den Gesundheitszustand des Kranken zu verbessern und nicht um den Beweis anzutreten, dass ein System das einzig Wirksame ist. Die Welt ist mit den Augen eines Schamanen nicht auf eine Realitätsebene beschränkt. In unserer und der anderen Welt findet er Unterricht, Heilung, Rat, Beistand. Für uns als humanistische Wissenschaftler
wissenschaftlich geprägte Menschen stellt sich die Frage, wie objektiv Wirklichkeit ist. Sollen wir im 21. Jahrhundert wagen, alte Erfahrungshorizonte zu überschreiten und verloren geglaubte Dimensionen wiederentdecken? Schamanismus, es ist der Anker, der an die Natur sich setzt. Wir Menschen müssen wir jeden Tag lernen, jeden kleinen Ast, jedes kleine Blatt von einem Blumen zu betrachten, zu fühlen und in unsere Gefühle hineinfließen zu lassen. Das ist Heilung, meine Schätze. Es wird es diese 60 Jahre geprägt in uns, dass Heilung müssen sie was anderes sein. Aber ich sage an euch alle, die Gefühle von den Menschen müssen sie an den Boden legen lassen und von dort aus holen die Kraft, das Geheimnis, die magische Stellung von ihr als unser Geschenk. Wir sind Teil von ihr. Das ist die Lehre des Schamanismus. Liebe Menschen, für uns betrachten wir das Leben wie einen Rad. Das Leben ist voll Magie. Magie kommt es vom Machen. Unsere Urenergie ist Sonnenenergie. Vater Sonne besteht aus einem Feuermantel. Das Sonneninnere besteht aus Wasser. Die Erde ist der Gegenpol zur Sonne, besteht im Inneren aus Feuer, die Höhle aus Wasser. Dadurch hat die Erde die Fähigkeit, Millionen von Lebewesen in sich aufzubauen. Jeder Kern unseres Zellen enthält Sonnenlicht. Der Mond ist die Uhr der Sonne. Unsere Schilddrüse steuert uns nach dem Rhythmus des Mondes. Die Sonnenhöhle, Feuer, gleich Feuer, ist die männliche Energie, welche gibt. Das Sonneninnere, gleich Wasser, ist der Gegenpol, die weibliche Energie, die aufnimmt. Im Schamanismus wird der Mensch als geistige Gestalt der vier Elemente Feuer, Licht gleich Norden, Wasser gleich Süden, Wind, Luft in Osten und Zeit, Ewigkeit im Westen gesehen. Diese vier Elemente stellen das Kreuz der Eingeborenen dar. Das Leben des Menschen und seine innere Verfassung gehören der Ewigkeit. Drüsen sind die geistige Macht in jedem Organ und jedem Organ ist eine bestimmte Drüse zugeordnet. Jedem dieser Elemente werden folgende Drüse zugeordnet. Feuer, Licht, die feinstoffliche und unsichtbare Pinealdrüse sitzt in der Sonnenschale in unserem Kopf. Die zugeordnete Drüse ist die Bauchspeicheldrüse und die Milz als Organ. Wasser, die unsichtbare Epiphyse, ist unsere dritte Auge, welche sich
auf den Stirn ausstrahlt, zwischen unsere beiden sichtbaren Augen befindet und bei ihm haltet einen Tropfen unsichtbares Urwasser. Die zugeordnete Drüse ist das gesamte Lymphsystem und der Urschleim, der gesamte Wasserhaushalt unserer Wesenheit. Wind, Luft, dürre Füße wird mit den Schleimdrüsen Thalamus und Hypothalamus Steuerrad des Lebens genannt. Zeit, Ewigkeit, die Thymusdrüse, unsere innere Uhr und unser Lebensbuch. Jedes Lebewesen, jeder Baum und jeder Grashalm hat die Urgeist in sich, Sonnenschwingung und Erdschwingung. Es steht zwischen dem Kosmos und die Oberfläche von jeder Lebewesen. Jedes Lebewesen ist ein aufgegangenes Ei aus Feuer, Licht, Schleim, Eiweiß und Wasser. Ebenso wie jede Zelle. In der Zelle dreht sich der Zellkern feuerlich von links nach rechts. Das Wasser aber von rechts nach links. Dadurch entsteht in jeder Zelle immer Bewegung. Der Wind, Luft. Die Energie, die dabei entsteht, ist die Kraft des Lebens. Beziehungsweise der Zelle und ergibt unsere Lebensenergie. Sind die Energieanteile feuerlich und wassergleich groß, entsteht ein Stillstand, die sogenannte Nullzeit, in der neue Lebensformen entstehen. Um einen neuen Lebewesen aufbauen zu können, muss man durch Meditation in Stillzeit kommen, durch den Wind, Luft beginnen danach die beiden anderen Elemente sich wieder zu drehen. Das ist der Ursprung von unserem Wesen, der aus der Sonnenlicht und Erde zusammengemischt wurde. Meine Großmutter hat immer gesagt, jedes Kind, der Geist davon, kommt aus der Licht der Sonne. Wir landen mit einem Faden auf die Erde. Alle Faden, die aus der Sonne kommen, das ist immer in Spiralform sich bewegen. Ihr seht einen Sturm, der landet sich immer auf die Erde in einem Gegenpolarten und das ist die Luft. Wir müssen erst danach leben. Unsere Gefühle, sie sind so genau geprägt in uns, wenn jemand außer sich gegangen ist. In anderen Worten, nervös. Dann, da drin in die Gefühle geschieht es, dieser Spalt, diese Energie, da lässt unsere Gefühle auseinanderzugehen. Wir sind nicht mehr derjenige, der immer in eine Ruhe zu halten. Was macht in uns das?
Wir haben ein Sonderbuch in uns. Wir bekommen es von der Sonne in Gesetzform. In diese Gesetze sind Pflichten und Verantwortungen ausgeprägt. Die Metaphysiker früher haben sie es die Sandra des Lebens, die Sandra des Lebens genannt. Die Thymusdrüse. Unsere Thymusdrüse sieht einem Kleeblatt sehr ähnlich. Wie dem Form einer Hand hat den Schlüssel der Wachstumsstufen und der Entwicklung. Mit jeder Kindergegebenheit, Bocken, Masern, Scharlach etc. wird jeweils ein Blättchen der Thymusdrüse geschlossen. Nach dem Überschreiten des Lebensmittel, wo wir immer ganz hoch gehen, öffnen sich diese Blättchen wieder und geben die gespeicherte Abwehrstoffe an die Drüse ab. Durch Impfungen im Kindesalter verhindert man, dass sich diese Blättchen mit den Schutzstoffen anfüllen und schließen können. Daher hat man dann auch keine Reserve auszuschütten, wenn der Körper diese Stoffe ab einem gewissen Alter nicht mehr produzieren kann. Resultat davon: Alzheimer, Demenz, Parkinson sind die Folge davon. Meine lieben Menschen, die Sonne hat uns eine Maß gegeben, dass wir hier 100 Jahre sind. Es wurde diese Maß gerade in unseren Kopf, von unserem Kopf abgenommen. Diese Maß steht hier aufgeschrieben, in die beiden Hände. Ihr seid Christen. Die Christen haben sie immer in einer Stille Zeit zu landen, in einer Ruhe zu bleiben, die Seele, dass wir beten können. Der Schaman, erst wenn ein Kind geboren wurde, er macht die Hände auf und er schaut in die linke und rechte Hand, was ist die Aufgabe, was dieses Kind zu sich gebracht hat? Was für eine Gabe, wie sie selbst mitgenommen haben von Licht? Welche Wege sollten gehen? Das heißt es, dieser Individualismus, die wurde schon in uns hier geprägt, haben wir in unser Lebensbuch gebracht, Schriften mit einer schweren, geheimnisvollen Macht. Der müssen wir lernen. Und in meiner Reise in diese fast 50 Jahre habe ich versucht, an die Menschen zu erklären, dass da ist deine Aufgabe, dass da drin ist dein Glück. Musst du diese öffnen, Impfungen, machst du. Man kann es nachher nicht mehr frei sich entfalten. Es kommt mit 30 Jahren alt ein Mensch zu mir, mit den Beinen, die nicht sich laufen kann, die sie nicht frei sich gehen kann. Was macht Ephigenia damit? Mein Sohn fragt mir immer, Mama, wie kannst du denn helfen? Komm in Rollstuhl. Und ich mache nur eine Wette mit dem. Wette. Bestimmt kannst du laufen. Und sag, ich kann es nicht laufen. Und ich frage nur, wer sagt dir denn, du hast so zwei schöne Beine,
Das ist deine Freiheit zu entfalten da drin. Da hast du freie Hände, freie Füße. Da bist du nicht verankert in die Erde. Und das musst du hier lernen zu verstehen. Was passiert mit diesem Kind mit 15 Jahren alt, schon von 3 Jahren alt nicht mehr laufen konnte? Und ich sage zu dem, ich wette dir, den ersten Pokal bringst du mir bei Reiten, bei Tennisspielen, bei Schwimmen und bei Laufen, bei Rennen. 5 Monate später hat gezeigt das Kind, dass der Rollstuhl muss wieder an den Arm geben für andere Kinder, die die nicht verstanden hat, sein Leben. Dieses Gefühl von dieses Kind, die ich mit denen gebetet habe, das war unheimlich. Seine Frage war der, wie mache ich denn das? Und ich sage zu denen, sag du mir, Tante Effi, wir arbeiten zusammen 3 Monate. Und ich zeige dir, dass du kannst. Du sollst es machen, was er dir sagt. Der hatte sehr viele Impfungen bekommen. Kinderlähmungsimpfung. Woher kommt das? Kinderlähmungsimpfung ist ein Schock auf die Thymusdrüse, Blatt. Die muss herausnehmen. Wo hat sie sich verankert? Die wurde ein Ei davon gemacht. Von dieser Impfung, von dieser Kinderlähmungsimpfung, und hat sie sich festgesetzt unter den Blinddarmzone. In 1 Monat, das heißt es Mond zu Mond, hat das Kind sehr viel mental gearbeitet, sehr viel seine Hände auf dem Boden. Mutter Erde, gib mir deine Kraft. Ich will freilaufen. Hat gesehen, derselbe Arzt, der ihm gepflegt hat die ganze Zeit und in die Röntgenaufnahme, da war er nur, dass die Verkrümmung von die beiden Hüftgelenkeköpfe. Und ich sage zu ihm, das muss wieder wach machen, dass du gut laufen kannst. Womit, Tante Effi? Und ich sage erst, du bist doch eine aufgegangene Ei. Du musst es rohes Ei trinken hier. Damit schaffst du es wieder, dass deine Hüftgelenke Kopf wieder gut gebaut wird. Ich habe ihm geschenkt 100 Dosen Genia Plus, ein Produkt von Urwald, ein Rezept von meiner Großmutter. Mehr Salz und Melasse aus dem Zuckerrohr. Der wurde gemischt, der wurde erst sehr viel aufgehen lassen, ein Hefeprodukt davon gemacht. Dieses Kind hat genommen 100 Dosen. In 5 Monaten, da musste der Arzt die Röntgenaufnahme schauen und in Ohnmacht gefallen. Was ist denn hier passiert? Dieses Kind heute ist ein großer Mann. 20 Jahre später habe ich nicht mehr dieses Kind gesehen. Ich habe 4 Pokale zu Hause. Ne? Weil da musste ich hier hinkommen. Hat er gesagt, nein, der erste Pokal ist von Tante Effi. Und wer ist Tante Effi? Was macht sie? Ja, sie hat mit mir gebetet, dass ich laufen werde. Das war unglaublich für alle Leute. Heute führt er eine große elektronische Firma.
ganz toller Mann. Ne? 20 Jahre später habe ich nie mehr gesehen. Ein Tag komme ich da drin in den Laden, zufallweise. Existiert für mich nie. Ich musste das Kind als Mann wiedersehen. Er hat mich gesehen an die Tür. Tante Effi, was machst du denn hier? Und ich schaue der Mann, wer bist du denn? Habe ich ihn nicht mehr erkannt. Er hat an seine ganze Personal gerufen und hat zu denen gesagt, schau mal, diese Frau hat mich vom Rollstuhl rausgeholt. Niemand glaubte denn. So ist, meine Liebe. In dieses Buch, der heißt Heilen heißt bewegende Schicksal. Das ist denn gern der Heilpunkt davon. In jedem Mensch haben wir alles, was die Erde uns anbietet. Wir haben Geschenk bekommen, große Gabe, Tiere, Steine und Pflanzen, ihre Wasser. Da braucht man nur den zu sprechen, ich heiße Iphigenia und ich trinke es. Gib zu mir, Mutter, deine Klarheit. Das ist Heilung. Damit wandel um so viele Dinge, von Geist bis zur Materie. Und das wünsche ich mir, dass ihr jeden Tag vor euch setzt dieses Buch und ein bisschen Blätter. Ich habe schon in so viele Seminare gesagt, bitte bringt ihr ein Heft und schreibt das auf, aber nicht in die Schublade stecken, sondern in die Küche, vor die Nase, vor die Augen, dass ihr liest und dass ihr weiß, wenn ihr Kopfweh hat, was helfe ich denn ja denn? In meinem Haus findet ihr kein Aspirin. Wenn ihr in Teneriffa seid und ihr habt Kopfweh, ihr habt Unannehmlichkeiten, Gefühle da, da sind Pflanzen im Garten. Wir gehen sofort da und nehmen wir das Sonnenlicht hier. Hier sind das Loch, wo die Sonnenlicht hineinfließt in uns. Wo fließt denn das? Wir haben so viele Kanäle. 4 Kanäle. Eine vom Feuer, wo das Blut, die Lava der Erde, in uns so fein fließen muss. Andere Kanäle sind da drin Wasser. Viel mehr als das Feuer. Um zu putzen zu können, und das lehre ich in Teneriffa an alle. Das müsste ich, dass ihr so fein in eurem Haus beim Morgen aufstehen, vormittags vor dem Essen, nachmittags nach dem Essen und am Abend zu schlafen. Durch diese Geschenk, durch diese Gabe machen wir unsere Wesenheit jeden Tag sauber. Bestimmt kein Rheuma, keine Arthrose. Ich kenne sowas nicht. Ihr seht mir, dass ich elastisch bin, so wie ein Kind. Ich kann mich sehr fein bewegen. Mein Mentalfell ist frei, elastisch, schön, Freude. Kommt von die Thymusdrüse heraus, wie Blumen. Und das ist mein kleines Geschenk. In diesem Buch, das sind nur kleine Worte. Ihr müsst es lernen, laut zu lesen. Und versucht ihr mal, in euch mit Wasser trinken, dass es in euch fließt, was in dieses Buch bedeuten hat. Bestimmt, ihr hilft euch selbst und ihr hilft eure Nächste, die daneben leben, eure ganze Familie.
Und ich wünsche mir damit viel, viel Spaß, Augenöffnung, frei zu stellen, unsere Wesenheit. Bestimmt wird keine Politiker hier kommen. Hier rein, darauf. In Gefühle noch weniger. Und an andere zu fragen, meine Liebe, wie bin ich denn von Ihnen? Wir haben Gefühle da. Wir haben Schönheit da. Das müssen wir durch Wasser, durch Pflanzen, durch Blumen riechen, bewegen in der Hand, dass das Licht unserer Vatersonne in uns fließen kann. Da gewinnen wir die Welt. Ich wünsche euch mit diesem Buch viel Glück. Das ist alles, was ich mir wünsche. Und wenn ihr will, ich komme noch weiter. Hier in Österreich, ich fühle mich zu Hause. Gefällt mir die Mentalität von euch? Gefällt mir eure Gefühle? Weil da drin ist so viel Macht noch. So viel Schönheit noch. Schmerzen ist ein Spalt, ist ein Bruch hier drin. Das darf Ephigenia nicht fühlen. Und das wünsche ich auch, dass ihr gar keine davon habt. Weil Schmerzen, es ist nicht schön. Freude ist das Gegenteil. Schaut ihr mal an, ihr dreht dieses Buch einmal, zweimal, dreimal. Das ist Bewegung. Und da drin, damit schafft ihr bestimmt in eure Gefühle kommen, Durst. Die Seele braucht sie zu spülen. Mit Wasser spülen wir unsere Seele. Und damit schaffen wir nicht, dass schwarze Wolken vor unsere Augen stehen. Dass wir nicht davon weinen nachher. So wie die Erde macht. In Europa, unsere Erde weint immer. Die hat mir ein Journalist gefragt, bei einer Überschwemmung in Berlin, Ephigenia, was kannst du mir sagen, was bedeutet die Überschwemmung geistig? Und ich habe gesagt, die Erde weint, weil ihre Kinder nicht versteht. Ihre Gefühle. Versucht ihr mal im Land zu gehen, an einem Baum, sie festzuhalten, darauf beten, die Gefühle von den Füßen an die Wurzel zu stellen. Und bestimmt kommt es. Riese Freude. Hat der Mann genommen, eine ganze Nachbarschaft in der Nähe von dem Fluss, wo die Hochwasser da drin war. 3 Tage später, da war kein Wasser mehr. Der hat alle geflossen oder hat die Erde zu sich aufgenommen. Bedeutet für mich, hier hast du das Gefühl, das musst du selbst bewegen. Das musst du erst versuchen, dass die Erde in dir wach wird. Und womit machen wir? Wenn unsere Lymphgefäße sauber ist, das Wasser, die da drin fließt, wird auch klar und klar die Mente. Hier kommt keine schlechte Luft. Meine liebe Kinder, meine liebe Freunde, ich wünsche mir so zu laufen. Ihr steht bestimmt vor die Frage, wenn ihr schlecht seid, wenn am Abend nicht schlafen können, aufstehen, ein bisschen Honig drin und Wasser trinken. Ich schätze in euch und ich wette mit euch, dass ihr gut schlafen könnt nachher. Warum? Weil unser Blut
Ahsoka, der nimmt das auf, die Kraft der Honi. Unsere Thymusdrüse, das Wasser, die da drin ist, ist süß. Der spaltet sich auf, der geht sich auf. Und bestimmt wird er wach sein, um aufzunehmen zu können, diese Urkraft und diese kleinen Bienen, die uns geschenkt hat. Ich wünsche mir auch, dass ihr ein bisschen anders denkt, eure Gefühle ein bisschen besser verstehen. Weil niemand kann dir helfen, wenn du schlecht bist. Wenn du glücklich bist, deine Ausstrahlung, zeig in die Welt. Da fragen dir, was machst du denn, dass du glücklich sein kannst? Und sagst du nur einfach, habe ich versucht, mich selbst zu verstehen. Das habe ich von Iphigenia gelernt, bekommen. Das ist mein Wunsch. Ihr versucht immer, jeden Tag, bei der Sonnenaufgang, in die Mittag, wo die Sonne näher von unserem Kopf ist, und am Abend, bei der Sonnenuntergang, begrüßen wir unseren Vater. Und in jede kleine Wesenheiten, die uns schenkt, Schönheiten, Kraft, Energie, Liebe. Weil Liebe ist nur geben. Dir, mit denen, in dieser Form, musst du es dein Leben gestalten. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das war ein kleiner Einblick in die Küche von der Iphigenia. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie in Teneriffa sind und Sie haben Ihre Kochkunst erlebt, dann wissen Sie, dass das, was sie hier jetzt ausgeführt hat, nicht nur auf geistiger Ebene wirkt, nicht nur auf seelischer Ebene wirkt durch Gefühle, sondern ganz bis in die Materie hinuntergeht, weil es schmeckt einfach so gut. Und wir müssen jetzt unseren Weg, den wir gehen, wir müssen diesen Weg in diesem Sinne gehen, wie die Iphigenia gesagt hat, nämlich wenn man Glück finden will oder wenn man das Glück sucht, dann heißt das, einen Weg zu beginnen, sich selbst zu verstehen. Das hat sie gerade gesagt. Und deswegen ist das Glück, wie sagt irgendjemand einmal in Wien, das Glück ist ein Vogel. Es gibt Gnadenmomente, wo man ganz genau weiß, das ist jetzt das, was ich zu tun habe. Und einen solchen Weg zu gehen, der ist mit vielen Hindernissen gepflastert. Und diese Hindernisse, die sich einen in den Weg stellen, die bedeuten, die Kraft zu entwickeln, sich selbst zu finden. Und das ist eine Heilkraft. Und wer so lange mit der Iphigenia zusammen gewesen ist, so viel erlebt hat, das traue ich mir zu sagen, ich, oder auch, wenn ich da hinüberblicke, die Hermine, dann weiß man, dass das, was sie hier jetzt uns geschildert hat, dass sie da nicht darüber geredet hat, sondern dass sie das aus ihrem eigenen vollen Erleben, auch was sie dadurch mitgemacht hat, dass das die Wahrheit ist. Und wir sind heute in dieser Welt mit vielen Religionen konfrontiert. Und jede Religion hat es so an sich,
nimmt er keine aus, dass sie doch irgendwie glaubt, dass sie Recht hat und die anderen Unrecht. Oder sie haben Rechte. Das, was einen modernen Schamanen ausmacht, ist, dass sie da darüber steht, aber dem Menschen, dem individuellen Menschen die Freiheit gibt, sich selbst das zu erwerben und immer als Ratgeberin und Begleiterin zur Seite steht. Und dazu, glaube ich, soll auch dieses Buch dienen. Es soll ein Ratgeber sein, es soll ein Begleiter sein, sich selbst zu finden. Und ich hoffe, dass das nicht nur der Anfang war, dieses ersten Buches, sondern mir ist da etwas eingefallen. Ich glaube, ich werde mich einmal mit dir zusammensetzen und ein Buch über die Anekdoten schreiben, die wir alle in verschiedensten Seminaren miterlebt haben. Verzeihen Sie, dass ich jetzt ein bisschen mehr gesprochen habe, als mir eigentlich als Moderator zusteht. Aber jetzt ist noch einmal das Wort bei Ihnen. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, dann bitte stellen Sie sie. Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich weiß, dass das immer das Schwierigste ist, solche Fragen vor dem großen Publikum als Erste zu stellen. Aber es frisst sie niemand auf und es ist die erste Überwindung. Also, oder Sie sind alle Fragen für Sie beantwortet? Bitte, dahin. Ich möchte mich melden, um mich zu bedanken. Erstens bei dir, ich bin fast im Vierteljahrhundert in deiner sozusagen Genuss der Lehre. Und ich möchte mich vor allem auch bei Hermine Neuhofer bedanken, weil sie war, die vor 25 Jahren mich als damals kranke junge Frau oder fast verzweifelte durch ihren permanenten Einsatz einfach hingeführt hat zur Epidemie. Ich habe die Seminare 25 Jahre besucht. Und ich möchte an dieser Stelle, von wegen Bescheidenheit, der bescheidenen Hermine Neuhofer von Herzen danken, dass sie ein Vierteljahrhundert lang die Seminare organisiert hat. Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Die Kraft erinnert mich an diese Thesekraft vom Meer. Man sagt ja, der Meeresboden wird getragen von einer Blumenschicht ganz knapp über den Meeresboden und die heißt These. Und die Hermine ist für mich die stille Kraft, die das alles getragen hat. Und die halt jetzt in diesem Forum ganz, ganz groß bedanke ich mich dafür. Jetzt möchte ich aber doch auch noch etwas dazu sagen, nachdem die Hermine meine Lebensgefährtin ist. Die Iphigenia wäre nicht die Iphigenia ohne Ludwig. Und man kann wirklich auch dazu sagen, wenn zwei so zusammengehören, dann ist noch ein Dritter dabei. Und das freut mich, dass ich das auch so ausdrücken darf. So, wir haben noch etwas Zeit. Aber ich habe ein Wort zu sagen. Mir sagen immer Menschen, ist ein Zufall. Für mich gibt es keinen Zufall. Ich wurde geführt nach Europa, eine viel Arbeit zu machen. Ich habe in Brasilien sehr viel Einweihung bekommen. Von kleinen, alten Frauen, von 92 Jahren alt. Die hat mir gesagt, du musst hier bleiben 3 Jahre, dass du lernen kannst, deine Arbeit gut durchzuführen. Ich habe gesagt zu denen, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich habe meine Arbeit zwischen den Menschen dort.
Danach habe ich kennengelernt Hermine, gerade durch Gurti. Sie hat mir zu ihr geschickt, weil ich brauchte jemanden, der die organisiert, Leute zusammenzustellen. Ich habe sie gefunden. Ich glaube, sind wir sehr ähnlich von Seele her. Ich sage es immer, du bist ein Teil von mir. In die fast 30 Jahre haben wir jedes Mal, sie hat Menschen zu mir geführt, sie hat geholfen mit ihrer Geduld, mit ihrer Liebe und ihrer Aufmerksamkeit und auch schöne Schriften, was sie immer schreibt. Sie hat geholfen, so viele Menschen zu mir zu kommen. Und sagt sie immer, ich kann doch gar nicht, Ephigenia. Und ich sage es, ich zeige dir, dass du so viele Fallen wie deine Haare hast. So viele Fäden ist das in dir. Und in jede kleine Ecke, da kommen sie es, ein Kopf zu dir. Ich bedanke mich von Herzen ihre ganze Liebe zu den Menschen, ihre ganze Liebe zu dieser kleinen Arbeit, was sie mit mir durchgeführt hat. Und ich hoffe auch, dass sie noch geduldiger wird. Ne? Weil es ist sehr schwer, Menschen zu schleppen. Ne? Sie muss sehr viel Geduld üben mit Leuten. Sie muss sehr viel Kraft gebrauchen, dass die Menschen sich überzeugen, hier zu landen zu einem Vortrag oder einem Seminar. Ne? Und ich bewundere sie. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, Hermine. Ich weiß nicht, ob sie hier steht. Eine kleine Sonnenblume steht, wartet auf. Habe gerade meine letzten Instruktionen bekommen. Ja. Da gibt es auch viele Menschen hier, die für mich als riesiges Stock nehmen können. Da haben wir unseren Freund Franz, der Dr. Scharinger, kannst du dich aufstehen? Ihm bedanke für viel Rat, die ich von Ihnen bekommen habe, meine Arbeit gut durchzuführen zu können, hier zwischen euch. Dass ich immer frei zwischen allem laufen kann. Es ist nicht sehr leicht, für eine Eingeborene, die aus dem Urwald gekommen ist, ich habe immer gesagt, wir haben auch einen riesigen Kopf. Wir können es so gut lernen, genau wie ihr. Ich habe mit diesem Stolz nach Amerika mit 18 Jahren alt, bin ich schon geflogen, um Englisch gut zu lernen, weil ich war Wirtschaftsprüferin schon. Ich musste erst Englisch, die Marketing und Management zu machen. Mit 21 war ich schon Chefin in einer großen Speditionfirma. Das bedeutet für mich, dass die Menschen, die in Urwald geboren sind, das muss man so zulassen, dass ihre Freiheit dies so groß entfalten zu können. Das habe ich gemacht, so und so. Und das war gut so gewesen.
weil ich bin hier zwischen euch, mir so wie eine kleine, wie sagt man denn, eine kleine blaue Blütchen, die zwischen die große Unkraut gewachsen ist. Ne? Vergiss man nicht. So fühle ich mich zwischen alle hier. Okay? Bitteschön. Ich glaube, nachdem auch da draußen jetzt das Buffet aufgebaut ist und wir schon in unserer Zeit fortgeschritten sind, hoffe ich auf Ihre Zustimmung, dass wir jetzt diesen Teil, den offiziellen Teil, beenden. Dass es aber jetzt noch im sogenannten In Officium, dort werden nämlich immer meistens die wirklichen wichtigen Dinge besprochen, untereinander. Hier steht Ephigenie jetzt für eine Signatur des Buches zur Verfügung. Sie lädt gerne zu einem Buffet ein. Es gibt auch ganz neu von ihr zwei CDs. Kann ich nur empfehlen, beim Autofahren immer dabei zu haben. Wenn Sie im Stau stehen, horchen Sie sich das an. Sie ärgern sich sicherlich nicht mehr über den oder diejenige, die vor Ihnen fährt, weil Sie sich freuen, die Ephigenie, ihre Stimme zu hören. Ansonsten ein letztes Wort von Ephigenie. Sie soll das letzte Wort hier im offiziellen Teil haben. Und dann macht man mit dem offiziellen Teil Schluss. Ich darf mich noch einmal bei den Künstlern bedanken, die uns eine so schöne Einstimmung gegeben haben. Und ich hoffe, dass dann der Ausklang da draußen beim gegenseitigen Gespräch ein genauso schöner sein wird. Ephigenie, deine Worte, ja, zum Abschied kann ich nicht sagen, sondern zum Anfang. Ich bedanke mich eure Gegenwart. Und ich möchte euch eine kleine Spende für unsere Kinder in Urwald, die heute sehr viel geschlagen sind. Viele Kinder wurden ermordet in diesen 50 Jahren, weil sie dürfen es weg von der Erde Stück. Amerika sucht Bodenschätze. Für die Bodenschätze, die schon sehr lange fällig sind, großes Loch in unterirdische Gestalt gelassen habe. Ich spende erst diese zwei kleine DVD an jedes Kind, die ihr zu euch zu nehmen sind. Ich habe bestellt und normalerweise kostet 19 Euro. Ich hätte mich gewünscht, dass ihr von die beiden lernen können. Die eine erst Allianz mit der Schöpfung. Das ist ein ganzes Seminar, die in zwei Tagen ich geführt habe, die Professor Michael Voch aufgenommen hat. Das ist eine ganze Lehre für Naturheilkundiger, für Menschen, die arbeiten in der Gesellschaft, für Lebensberatung, für Menschen, die ich sage es immer, für die kleinen Schamaninnen. Ihr kann es davon sehr viel Trick und Tipps herausnehmen davon. Und die andere war ein Vortrag, genau wie heute, Schamanismus heute, den Weg zur metaphysischen Bewusstsein. In diese sind auch sehr viel Rat gegeben, wie ihr eure Fragen und eure Zweifel auflösen können. Ich bedanke mich für euren Beitrag und da steht da draußen ein paar von diesen DVD, die davon schicke ich immer nach Brasilien, Paraguay und Amazonas, wo diese Kinder sehr arm sind. Die müssen es lernen, zu schreiben und zu lesen. Weil insbesondere Brasilien an diese Analphabeten versuchen sie es mit den Fingern so zu machen,
Und damit verkaufen sie erst die Erbestück an die großen Lobbys von Amerika. Sie können sie nicht da drin leben, da wo sie heute sind. Warum? Weil das ist genau wie die eure Unterschrift. Ne? Um besser zu begreifen zu können an die Leute, die kommen und mit Peitsche oder mit Revolver, dass sie ausgelöst werden müssen, dass sie sagen können, hä, ich kann auch lesen. Das ist meine Heimat. Obwohl es kein Titel aufgeschrieben ist. Sie leben es schon hunderte, tausend Jahre da drin. Früher, da war keine Papiere da. Haben wir mit meinem Papa diese Länder, wo wir heute sind, wo sie so viele Menschen schon weggenommen wurde. In meine Heimat, da wo ich geboren wurde, die waren früher 60.000 Stämme. Heute, das sind 2.000 höchstens. Und jede Familie, jede ethnische, kleine Familie heute, das sind nur 30 Häuser. Das ist eine, deshalb versuche ich es. Mein Blut kommt daher. Ich bin mongolisches Blut. Jeder Eingeborene in Südamerika hat mongolisches Blut. Wahrscheinlich der Genghis Khan hat an unsere Leute nach Südamerika geschickt. Sie sind durch den Kanal, sie sind durchgewandert nach Südamerika und dort haben sie ihre Heimat wieder gefunden. Meine Familie, die Guaycurúes, sie sind an die Wasserfall über Su das Haus dort gemacht. Mein Papa hat an jede Ehepaar, junge Ehepaar, eine Schippe, ein Axt, ein Machete geschenkt als Symbol von einem Papiere, dass sie dort ein Haus setzen kann, um Familie zu gründen. In unserem Land, da ist eine sehr große Schrift, da steht da drauf, Einigkeit und Liebe, unser Brot zu verdienen. Wir haben früher kein Geld gehabt. Wir haben Tauschen gemacht. Der Mann konnte erst das Land gut machen, der andere konnte Schuhe machen, der andere hat Gewebe gemacht. Haben sie jetzt jedes Jahr Tauchen fertig gebracht, dass diese Menschen nicht verhungert werden. Meine Mutter hat eine Bewegstuhl gehabt. Sie hat welche gemacht für unsere Leute. Sie hat Öl gemacht, sie hat verteilt, Seife, Öle, Getreide, Mais, alles. In unserem Haus, wenn sie diese Leute gekommen sind, um das Land zu verarbeiten. Das war kein Hunger in unserem Land wie heute. Die wurde erst getrieben, erstmal durch die Christen. Getrieben, dass sie kein Essen haben. Das müssen die in die Kirche gehen und beten, Vater unser. Das war das Gesetz bis 1949. Heute ist frei, kann jeder gehen dahinten. Früher oder geschossen, wenn sie gesagt haben, ich will kein Christen sein. Die wurden an die Mauer gesetzt und geschossen. Für diese Kinder, Rest von diesen Kindern, ich versuche es mit meiner ganzen Liebe hier von euch, eine kleine Spende zu schicken, dass eine Lehrerin zu schreiben und zu lesen in Portugiesisch, dass sie dahin gehen, auch für Erwachsene eine Schule zu besuchen, dass sie nie für dumm gehalten werden,
dass sie sagen können, ich unterschreibe diese Papiere nicht. Ne? So werden es von hier aus, von euch, von euren Herzen, diese kleine Geschenk, diese kleine Spende dahin gebracht, weil die müssen sie die Lehrerin auch geben. Ne? Und ich bedanke mich, dass ihr von davon auch profitieren könnt. Ihr versucht zu hören und ist immer ein Trick da drin. Was brauche ich für mich? Ihr braucht nicht immer zu mir zu kommen oder mich anzurufen. Das steht in den kleinen DVD aufgeschrieben, ausgesagt. Okay? Ich bedanke mich auch dafür. Von ganzem Herzen. Jetzt bin ich aber bereit, mich hinzusetzen und meine Unterschrift in euren Büchern zu setzen. Damit ist jetzt der offizielle Teil zu Ende. Jetzt gibt es die Gelegenheit, an die Eugenia geben, das Buch signieren zu lassen. Es gibt draußen auch den Büchertisch. Und für diejenigen, die das Buch noch nicht erworben haben, sie ihre Unterschrift holen wollen. Und da draußen gibt es auch die Eugenia. Ich muss es zuerst ein Geschenk machen, bitte. Einen kleinen Gruß von Dornstein. Auf Querdenken.tv finden Sie eine sehr schöne und lehrreiche 1,5-stündige Dokumentation, die ebenfalls Professor Michael Friedrich Vogt bei Efigena Barrientos zu Hause in Teneriffa gedreht hat. Dieses Video finden Sie auf www.quer-denken.tv mit dem Suchbegriff Lebensweg und Weisheit einer Schamanin. Und zu guter Letzt zeigen wir Ihnen noch ein paar kleine Ausschnitte von dieser Dokumentation. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen, diesmal von der Ostküste Teneriffas, von dem kleinen Örtchen Guimar. Dort bin ich zu Gast und zu Besuch bei einer großartigen Frau, einer Schamanin aus Paraguay, die hier das Heil- und das Kräuterwissen ihrer Ahnen aus dem Urwald Paraguays mit nach Europa gebracht hat und den Menschen hier hilft. Es ist ein Kurzdurchgang, den wir im Folgenden erleben werden, durch das schamanische, indigene Urwaldwissen von Kräutern, von Pflanzen, von medizinischen Möglichkeiten, die die Natur uns schenkt und die Natur uns zur Verfügung stellt und die wir einfach nutzen können. Ein herzliches Willkommen und ich begrüße ganz herzlich, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, Dr. Efigenia Barrientos. Herzlich willkommen. Danke dir und wir werden uns ein bisschen hier in deiner Oase, in deinem Paradies, die
verschiedenen Kräuter und Pflanzen und Früchte ansehen und du wirst erläutern, was du aus dem Wissen deiner Ahnen erfahren hast, wie sie uns in unserer Gesundheit helfen können. Die werden diese Bilder nur angezeigt, gegeben, zu erzählen, dass der Mensch ist von Licht aufgebaut wurde. Das ist ein Zeichen, der Blitz, der starke Licht, die man aufnimmt, wenn man das Wasser trinkt, weil in das Wasser ist auch Licht. Wenn man die Pflanzen berührt, da ist Sonnenstrahlen, das ist Sonnenlicht, was da drin ist. Da kommt in uns hinein, wie soll ich sagen, ahnungslos. Wir verstehen es gar nicht, aber es fließt. Es passiert, es fließt. Es passiert, ja, es fließt ja in uns. Ja. Ne? Wir haben es, dieses Bild zum Beispiel bedeutet, dass alle diese Energie, die wir aufnehmen auf einmal, da gibt an der Mensch ein Gefühl, der Schwung, der springt in andere Zeit erstmal. Und in zweiter Linie, da gibt das Innere, was die Energien wieder zusammen hergestellt werden soll, diese Schwung, die gibt an den Menschen, dass immer anders denken, anders fühlen, alle andere betrachten können. Also auch Bewegung. Ja. Setzt in Bewegung. Ja, genau. Jetzt schauen wir uns die Kräuter an. Vielen Dank erstmal. Ja, bitte. Das ist eine Korianderart. Die wächst normalerweise bei uns, sie sind so klein. Ja. Und hier wachsen die kleine Büsche. Schau mal, das verwende ich zum Beispiel, wenn die Kinder sehr große Schock erhalten haben. Ne? Oh, stark. Sehr feinstofflich.
but